Ich bin die Fatma und bin 20 Jahre alt. Ich bin Tute und bin 20 Jahre alt. Ich bin Mariano und bin 25 Jahre alt und wir machen eine Ausbildung zur operationstechnischen Assistenz. Das allererste, was ich gesehen habe, war eine Amputation ab dem Oberschenkel sozusagen. Und wenn einem dann nicht genau gesagt wird, geh mal da in den Saal und halt mal das Bein, das kann ja vieles heißen. Aber wenn es dann ein abgenommenes Bein ist, ist es natürlich erstmal wow. Wenn Sie jetzt in der Endoskopie im Einsatz sind, werden Sie in jeder Endoskopie eine Endoskopie-Fachschwester zur Seite gestellt bekommen. Also wir haben Anatomieunterricht, Chirurgieunterricht, Psychologie haben wir noch und Berufsfachkunde. Da wird uns halt auch praktisch was gezeigt, wie wir das halt im OP machen. Darf ich Ihnen die Schlange mal in die Hand drücken? Der Endoskopiker arbeitet ständig mit diesen beiden Drehmomenten hier. Das wäre jetzt rechts und links und dann kann ich auch noch mal auf und ab machen. Man darf keinen Schmuck tragen, man sollte keinen Nagellack haben, man darf keinen Nagellack haben, weil es geht darum, dass die Desinfektion auch wirklich durchgeführt ist mit einer großen Sicherheit und es dürfen keine Haare zu sehen sein. Immer daran denken, auch die Bürste sauber zu machen. Ja? Sehr schön. Die Ausbildung besteht aus 2/3 Praxis und 1/3 Theorie. Und man sieht aber trotzdem, dass die Theorie sehr groß sich von der Praxis unterscheidet. Wir haben eine Verantwortung von den Instrumenten und man muss auch wirklich darauf achten, dass alles wirklich steril bleibt. Ich war nie in dem Bereich tätig, es war alles sehr neu für mich. Ich habe auch alles das erste Mal gesehen, steril und alles. Ich wusste halt nicht, wie das alles abläuft eigentlich. Es war halt schwer, aber kriegt man schon hin. Das erste Mal ist es komisch gewesen, sich natürlich einen Kasak anzuziehen und einen Mundschutz, Haube. Also man kam sich schon so ein bisschen blöd vor. Im Endeffekt ist es auch Gewöhnungssache. Man trägt es auch in gewisser Maße mit Stolz, weil man halt ausstrahlt, ich bin medizinisches Personal. Also ich trage es mit Stolz. Jetzt habt ihr gesehen, was einen OTA ausmacht. Und wenn ihr keine Angst habt vor blutigen Auseinandersetzungen, dann seid ihr richtig in diesem Beruf.